Was geht, Leute? Hier ist euer Pfeffermus97 und heute habe ich ein Video für euch, und zwar wir reden über Spiele, die man sich holen sollte, beziehungsweise welche Spiele heute dieses Jahr rauskommen. Und ja, wir fangen ja eigentlich gleich mal an, und auf jeden Fall habe ich hier noch Pro Gamer dabei. Hallöchen, Popöchen. Dann habe ich noch Dr. Pringles dabei. Moinsen. Und ja, wir reden über Spiele, die wir halt dieses Jahr rauskommen, und ja, wir fangen einfach mal an. Also zum Beispiel Dead Island 2. Es wäre zum Beispiel ein Spiel, was ich unbedingt haben wollen würde, weil ich hatte es mal früher irgendwann mal gehabt, ein altes Dead Island, und es war eigentlich sehr cool. Und auf der Next Gen, ich weiß nicht, Digga, ich glaube, ich würde mir das auch holen. Und ich habe auch schon die ganzen Trailer gesehen auf der E3 und ja, beziehungsweise auf der Gamescom, nicht der E3. Und ja, ist auf jeden Fall sehr cool und ich würde es mir auf jeden Fall holen. Also, was sagst ihr dazu? Also, Pro Gamer, was sagst du dazu? Also ich glaube zumindest, ich hole es mir auf jeden Fall, weil der erste Teil war wirklich geil. Der zweite wurde ja in Deutschland gesperrt, also Ja. verboten. Merkwürdigerweise, bei mir in der Nähe gab es eine Videothek, die hatte das Spiel, aber ja. Und ja, das ist es. Ja, und David, also Dr. Pringles. Ja, also ich kann dazu nicht viel sagen, da ich das noch nicht gespielt habe. Vielleicht kaufe ich es mir, vielleicht nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn du siehst, Marco spielt das, ne? Dann vielleicht holst du es dir dann auch, ne? So ein Zombie-Game. Ja. Ja, Mal okay. gucken. Ja, okay, dann. Gibt es noch ein Spiel, zum Beispiel Call of Duty? Also das nächste Call of Duty, ich weiß ja nicht, was es wird. Irgendwie haben ja viele Vermutungen, Black Ops 2, Black Ops 3. Und ja, ist ja auch egal, wie das heißt eigentlich, aber also generell Call of Duty, ich werde es mir sowieso holen. Ich habe mir jedes Call of Duty geholt. Ich war nur von Ghost enttäuscht und Advanced Warfare zum Beispiel. Ich hab am Anfang gedacht, echt so scheiße. Ich glaube, das ist nicht so gut. Und jetzt mittlerweile, ich spiele das nur noch und ich liebe das Spiel. Und ich glaube, Call of Duty, wenn ich mir, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir Call of Duty sowieso holen werde. Also, da werde ich dann spätestens, wenn, nicht mal wenn ich Geld habe, nicht mal wenn ich irgendwie dafür Geld habe oder so, ich würde trotzdem meine Eltern anflehen, Alter, ich würde mir das Spiel sowieso holen. Also, das ist hundertprozentig sicher, oder Pringles? Ja, kann man schon sagen, ne? Also bei mir, ich werde es mir auch auf jeden Fall holen. Nur wenn es halt so wie Ghost wird, dann kann man es in die Tonne kloppen. Aber du wirst es dir sowieso holen, also. Auf jeden Fall hole ich mir das. Und Pro Gamer? Also ich weiß auch, worum es geht, also im nächsten COD. Ja. Also Erster Weltkrieg. Oh, Das okay. haben die schon Also so ein bisschen World at War angekündigt. oder was? Da war es ja auch irgendwie, glaube ich, Jo. Erster Weltkrieg. Hat mit so älteren Waffen und so. Und ja. Ja, das ist dann auf jeden Fall geil, Digga. Also Call of Duty, Digga, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Call of Duty auf jeden Fall. Also, ich weiß auch gar nicht, jemand, der immer Call of Duty gekauft hat, ich glaube, der wird sich das den nächsten Teil sowieso holen. Und wenn es Black Ops 2 wird, Black Ops 3, weil komme ich auch mal von Black Ops 2? Auf jeden Fall Black Ops 3 wird, das werde ich auf jeden Fall holen, Digga. Weil das ist so ein Spiel, das muss man sich einfach holen. Das ist einfach heftig. Und ja, also dann hätte ich eigentlich auch noch Assassin's Creed. Das Spiel selber habe ich mir, Brotherhood habe ich durchgezockt. Das war das erste Assassin's Creed, was ich gezockt habe, komischerweise. Dann hatte Ist ich, auch einer der besten. ja, und dann hatte ich mir, Assassin's Creed 3, Black Flag. Ich habe mir irgendwie alle Teile dann auf einmal geholt, weil ich das so darauf abgefahren bin. Und das ist auch ein richtig geiles Spiel. Und dann kannst du ja auch, das ist ja auch ein Open-World-Spiel, da kannst du einfach machen, was du willst. Und deswegen, also ich würde es auf jeden Fall holen, das Assassin's Creed nochmal für Next Gen. Also ich habe mir jetzt Black Flag jetzt für, oder generell ein Assassin's Creed für PS4 nicht geholt, weil ich jetzt einfach auf den nächsten Teil warte und ich glaube, die Grafik wird wieder übermäßig. Also ich denke, ich hole mir auch Assassin's Creed, also die drei Spiele, die ich jetzt ausgewählt habe hier, Dead Island, Call of Duty, Assassin's Creed, das sind auch die, die ich mir holen werde. Und ja, die werden auf jeden Fall richtig Spaß bringen. Und ja, Pro Gamer, was sagst du? Zu Assassin's Creed. Yo, ich bin ein wirklich großer Assassin's Creed Fan. Ich habe jeden einzelnen Teil durchgezockt. Black Flag auf 100%, besser gesagt, von den Trophäen her. Ja. Und ich glaube auch, dass ich mir
ich sehe den nächsten Teil von Black Flag, nicht Black Flag, von Assassin's Creed hole. Und ja, das Ja, ist, Digga, würde ich jetzt dann. mal sagen. Digga, das zocken wir auf jeden Fall dann zusammen. Und. Ja, Pringles, was sagst du? Willst du dir Assassin's Creed holen oder wie denkst du darüber? Ja, ich bin mir nicht sicher, ne? Du bist ja nicht sicher. Andererseits ja, andererseits nein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Digga, da musst du auf jeden Fall nochmal warten, bis der Trailer wieder rauskommt. Und. Ja, auf jeden Fall im Hintergrund sieht man jetzt die ganze Zeit ein Call of Duty Gameplay von. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Auf jeden Fall ist es irgendwie 20 zu 2 oder sonst was. Also auf jeden Fall sieht man das noch am Ende. Sieht man noch die KD und ja. Es ist jetzt auf jeden Fall das erste Commentary, was ich jemals gemacht habe. Und ja, habt ihr irgendwas noch zu sagen dazu, zu dem Video ja jetzt, ihr beiden? Kein Kommentar. Jo, ich auch nicht. Okay, ja, auf jeden Fall, denn das war jetzt das erste Video, was ich so richtig kommentiert habe. Es war auch einer, der mir unbedingt die ganze Zeit gesagt hat in der Schule, der die ganze Zeit wollte, dass ich ein Kommentar mache. Und ich glaube, der fühlt sich jetzt auch gut angesprochen. Ja, es ist gerade 0 Uhr, es ist der Tag, 18. Januar und ich glaube, ich werde das auf jeden Fall nochmal machen und werde dann auf jeden Fall noch mehr Commentaries zu Gameplays machen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und zu wissen, was ich als nächstes zocken werde. Ich werde das alles noch let's playen und wenn ihr irgendwelche Fragen noch an den Spielen habt, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Pro Gamer hat auch einen Channel und zwar Pro Gamer, wie heißt du da jetzt genau? Da kannte LP. Genau, und ich werde es euch nochmal in die Beschreibung schreiben, wie sein Channel heißt. Ich werde auf jeden Fall nochmal das alles reinschreiben. Und werde euch dann zu dem Video markieren. Ich werde ein Link in das nächste neueste Video reinmachen von ihnen, wo ich auch dabei bin. Und ja, checkt das auf jeden Fall mal aus. Und ja, haut rein, ne? Was wollt ihr noch irgendwas sagen? Ciao. Und bis zum nächsten Ciao. Mal. Ja, okay, haut rein. Ciao.